und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind DKW und Tour. Und wir fahren heute nach Köln und nehmen euch mit. Genau. Dann würde ich sagen, fahren wir los. Los geht's! Willst du dich nicht beim Essen filmen lassen? Nein. Verdammt. Also es ist verdammt warm und wir sind jetzt gerade auf einem Rasthof. Ich habe kurz was gegessen. Und es ist auch verdammt viel los. Also, wir brauchen im Endeffekt fast immer noch so lange, wie als wir losgefahren sind. Ja, wir... Und wir sind schon 2 Stunden unterwegs. Ja, es war richtig doof. Google Maps hat sich nicht mit dem Navi einigen können und irgendwie bei Backnang war gesperrt. Und da gab es aber keine Umleitung und deshalb sind wir übelst viel in der Gegend rumgegurkt, eine Einbahnstraße entlang gefahren und haben dann da wieder umgedreht. Und also man muss dazu sagen, das Navi und Google Maps, also beide Navis wollten unabhängig voneinander, dass wir quasi durch eine vollgesperrte Straße fahren. Ja. Es gab zumindest laut Google eigentlich keinerlei Alternativrouten darum herum. Das heißt, wir mussten erstmal quasi eine halbe Stunde in eine komplett andere Richtung fahren, bis wir irgendwann wieder eine Route bekommen haben, die uns nicht eben genau wieder in diese Baustelle schickt, also in diese Totalsperrung schickt. Also absolute Katastrophe. Ja, und wir haben eigentlich jetzt schon wieder genug und oh, furchtbar. Autofahren ist in Deutschland einfach schlimm. Ja. Und jetzt ist auf diesem Rasthof neben uns ist gerade so ein Autotransporter, der alle Autos abgeladen hat und sie jetzt wieder auflädt. Der wollte wohl irgendwie umladen. Richtig merkwürdig. Ja, der hat einmal alle Autos runtergefahren und jetzt fährt er einmal alle Autos wieder hoch. Ja, man kann es ein bisschen erkennen. So, und jetzt tun wir einmal tanken. Und dann fahren wir voll durch, hoffentlich. Ja. Mal schauen. Fingers crossed, dass es wirklich jetzt auch hinhaut. Wurde dann tatsächlich ein bisschen knapp, aber wir haben es geschafft, eine halbe Stunde, bevor der Verkäufer zugemacht hat, da tatsächlich dann auch anzukommen. Ihr müsst jetzt mit Bildern vorlieb nehmen, weil wir dort nicht gefilmt haben, aber wir erzählen euch gleich ein bisschen was davon. Also, wir haben uns ja gerade die eine Wohnkabine angeguckt. Die Gladiator heißt die, glaube ich. Ist von dem No-Name-Wohnkabinenhersteller. Genau, die machen noch nicht so lange Wohnkabinen. Und dies ist so quasi das günstigste, was du an Wohnkabinen bekommst. Also so ganz am unteren Anfang der Preisspanne, wo man die jetzt so einordnen kann. Also ja, die Wohnkabine ist am unteren Preisende. Ich sag mal, you get what you pay for, finde ich. Die GfK-Außenhülle, also sie hat eine GfK-Außenhülle. Die ist ganz gut verarbeitet. Ja, innen hat es mich jetzt nicht umgehauen. Also wir haben 2 verschiedene angeguckt. Einmal das teurere Modell. Die hat einen Kühlschrank mit drin und eine Standheizung. Und einen Warmwasserboiler. Und einen Warmwasserboiler, genau. Einmal alles, was man im Prinzip in der Wohnkabine haben und brauchen kann. Und die günstigere hatte die 3 Sachen nicht. Aber dafür wäre sie halt natürlich auch günstiger und es wäre auch das Vorführmodell. Deshalb halt preislich interessanter, aber da ist halt dann so Sachen wie der Himmel, der so draufgeklebt ist. Da sieht man dann die Klebekanten. Ist halt einfach nicht das Allerhochwertigste, aber das kann man für den Preis auch tatsächlich einfach nicht erwarten. Aber so an sich eigentlich schon cool. Ich hatte es mir nur tatsächlich, muss ich zugeben, anders vorgestellt. Ich hatte mir das irgendwie größer vorgestellt. Ja. Aber deshalb geht man da ja rein, damit genau sowas nicht passiert, dass man nachher sagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine Wohnkabine und dann feststellt so, oh scheiße, ist gar nicht so, wie ich dachte, dass es wird. Guckt euch die Dinge an. Das machen wir jetzt auch gerade die ganze Woche über immer wieder. Also das heißt, am Freitag, genau, übermorgen schauen wir es nochmal an. Es war auch beim Dachzelt so,
bevor ihr euch ein Dachzelt, eine Wohnkabine, ein Wohnmobil, irgendwas kauft, ihr müsst es davor angeschaut haben, weil ihr stellt euch das so viel besser in eurem Kopf vor, als es manchmal tatsächlich ist, oder auch so viel schlechter. Man muss es einfach tatsächlich angeguckt haben, sonst kann man das nicht sagen. Ja, und jetzt haben wir noch 22 Minuten und dann sind wir auch schon an unserem ersten Zwischenstopp. Wir besuchen den Tom. Hi Tom, willkommen! Genau, Tom, wenn du das siehst, waren wir schon lange bei dir. Aber wir haben uns sehr auf dich gefreut, auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr auf dich. Genau, wir freuen uns, die wiederzusehen. Und die ist Tom, seine Freundin. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind hier angekommen bei Tom und bei der Nicole. Haben gestern den ganzen Abend mit denen verbracht, haben hier geredet, haben zusammen gegrillt. Es war echt schön hier. Wir dürfen auch hier unten, also hier wo wir jetzt gerade stehen, also ich sitze hier gerade auf der Ladefläche vom DKW. Wir dürfen quasi hier unten parken. Ist auch mega cool, weil wir haben Auffahrkeile vergessen. Ja. Wie schon mal. Das war jetzt nicht so cool, aber ja gut. Wir müssen uns echt eine Packliste schreiben. Ja, das ist wirklich dringend nötig. Und jetzt fahren wir heute nach Köln. Das Auto bleibt hier. Wir fahren mit der S-Bahn rein nach Köln und sind heute den ganzen Tag in Köln und gucken uns mal die Stadt an. Ja, die soll wunderschön sein. Wir haben ein paar Insider-Tipps gekriegt, wo wir hin müssen und da freuen wir uns richtig drauf. Genau. Also, dann nehmen wir euch mal mit nach Köln. Jetzt dürfen wir erstmal noch frühstücken. Genau. Und dann geht's los. Es ist nicht so, dass wir keinen Kaffee von Nicole und Tom bekommen hätten. Wir waren nur vor ihnen wach und haben dann schon mal Kaffee gekocht. Hier richtig verwöhnt. Weil das Video sonst zu lang geworden wäre, nehmen wir euch nächstes Mal mit in die Kölner Innenstadt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert uns, um keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.